wie sieht's aus, fragen Sie mich. Ich sage erstmal, Sie hören es ja. Wir haben relativ lauten Geräuschpegel hier. Warum haben wir den? Weil wahnsinnig viele Leute gekommen sind. Nach dem ersten Tag konnten wir 18% mehr Besucher auf dieser Messe verzeichnen. Passt auch wunderbar, denn wir sind um 20% gewachsen, was Fläche und Aussteller angeht. Also bin ich, wie Sie sehen, sehr zufrieden für die Halbzeit. In Ihrem Rücken können die Zuschauer jetzt gerade nicht sehen, präsentiert sich BMW, die ja in Sachen Elektromobilität ein bisschen Gas geben im Augenblick, im wahrsten Sinne des Wortes, und dort einen großen Schritt in Richtung CFK-Verarbeitung in Massenfertigung gehen. Und das wird die Branche in den nächsten Jahren treiben. Wie kriege ich Produkte schnell hergestellt? Das Know-how, es überhaupt herzustellen, ist vorhanden. Es geht um die Taktzeiten, um große Produktionszahlen zu erreichen, und das treibt unsere Veranstaltung nach vorne und damit auch die Branche. Das gehört mit zu diesem Thema. Automatisierung wird uns für die nächsten Jahre sehr beschäftigen. Das wird der Schlüssel sein zum Erfolg der Composites-Industrie. Und von daher tun wir natürlich alles, um es auf der Messe auch entsprechend abzubilden und für die Besucher sichtbar, anfassbar, fühlbar zu machen. Und wir werden da in Düsseldorf nochmal ein Ausrufungszeichen setzen, denn wir werden mit sehr ehrgeizigen Zielen, Sie sehen hier hinter mir die Rebooking-Wand, wir sind ja jetzt schon im Verkauf, werden wir die Messe im nächsten Jahr in Düsseldorf fahren.